der 50. K.O. mit Ansage. Das ist immer ein gewisses Risiko und es hat geklappt. Wie glücklich ist der vierfache Weltmeister? Wie glücklich ist an diesem Sonntagmorgen Wladimir Klitschko? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, euch auf diese Pressekonferenz zu begrüßen. Ich freue mich, dass ich meinen 50. Knockout mit 50.000 Zuschauern feiern kann. Und mit Jean-Marc Mormec, ich glaube, Manon Stewart hat es ganz gut beschrieben, dass wir schon auch vorab gewusst haben, dass wenn man schon gegen einen Boxer kämpft, der schon große Körperunterschied hat, wie Jean-Marc Mormec und ich in diesem Fall. Wir haben gewusst, dass Jean-Marc Mormec ist einer, der wie ein Tank nach vorne marschiert und versucht, mich unter Druck zu setzen, so wie er dann in dem Kampf gegen David Haye gemacht hat, wo er auch dominiert ganz klar, hat den David Haye am Boden in die vierte Runde. Und er hat schon eine Top-Leistung gegen David Haye gemacht. Das war wahrscheinlich auch einer von den besten Kämpfen von Jean-Marc Mormec, der sich später dann die Schwergewicht umgewechselt hat und seine Kämpfe auch im Schwergewicht gemacht hat. Ich muss sagen, dass ich strategisch natürlich musste ich nach vorne marschieren und den Jean-Marc unter Druck setzen und nicht umgekehrt. Statt einfach rumzulaufen oder wegzulaufen von ihm. Deswegen am Anfang des Kampfes, wir haben sehr viel Clinching gehabt. Wir sind sehr oft aufeinander zugegangen, aber das war ein Teil unseres Plans des Boxabends, Boxkampfes. Und dann ab der dritten Runde, Jean-Marc Mormec schon ein paar Mal getroffen, dann ist er natürlich langsam geworden und der Rest haben sie schon gesehen. Ich kann nur dann Danke sagen, dass ihr in ganzer Menge da seid, an die KMG-Team, die sind schon so viele Wochen im Einsatz sind. Vor zwei Wochen, wir haben den Kampf von Vitali gemacht, jetzt ist er hier in Düsseldorf, also das ganze Team ist ziemlich, glaube ich, schon müde, aber wieder glücklich, weil das Erfolg zählt. Und das Allerwichtigste, glaube ich, das Versessen folgt. Ich befinde mich gerade auf einem sportlichen Niveau und mit 35 Jahren kann ich sagen, dass ich ziemlich viel gelernt habe, dass ich wirklich weiß, wie man Dinge umsetzen kann. Ich bin aber mir klar, dass gewisse Fehler kann man immer produzieren und machen und tun. Aber wirklich professionell zu sein und den Job so ernst zu nehmen, wie es nur geht und dann wirklich in einen Kampf zu gehen und den Plan schon zu haben, wie bei einem Schachspiel, der letztendlich funktioniert genau so, wie man den Gegner anstudiert hat und weiß man genau, was man tun sollte und was man nicht tun sollte, dann stimmt auch das Ergebnis. Ich freue mich natürlich auf das Ergebnis. Ich kann es kaum fassen, das war schon mein 6. Kampf in den letzten 15 Jahren oder über 15 Jahren in den Berufsboxen. Und wie gesagt, ich bin immer noch hungrig, ich bin immer noch heiß auf die Zukunft, auf die kommenden Kämpfe und von allem auch auf die jungen Sportler, die sich, man kann über die Namen gehen, aber es gibt wirklich genug, man kennt die noch nicht oder von den Herausforderungen nicht so viel, aber die sind jung, die sind heiß, die wollen es wissen und die werden schon uns beiden, also Wittler und mich, eine Herausforderung im Ring anbieten. Davon bin ich überzeugt. Und auf jeden Fall möchte ich aufmerksam bleiben, bis zur letzten Sekunde und alles, was in meinen Kräften steht, zu tun, dass ich alle meine Titel doch weiter verteidigen werde.